Wenn du dir die Frage stellst, wann und wie du deinen Ausstieg planst, was der richtige Zeitpunkt ist, dann bist du hier in diesem Video richtig. Denn unsere Erfahrung zeigt aus vielen Unternehmensverkäufen und Transaktionen, die wir begleitet haben, dass die meisten Unternehmer zu spät ihren Ausstieg planen. Das Ergebnis ist, dass dein Unternehmen immer weniger wert wird oder schließlich zuletzt einfach geschlossen werden muss, weil kein Käufer oder Nachfolger gefunden worden ist. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer, sondern auch Berater und Coach. Und wir begleiten mit unserem Team jedes Jahr Unternehmen dabei, einen Nachfolger zu suchen, ihren Exit zu gestalten. Und hier wurde meistens schon der häufigste Fehler gemacht. Denn die Frage ist, wann ist der beste Zeitpunkt, den Exit zu planen? Dann ist der allerbeste Zeitpunkt bereits vor der Gründung. Sprich also, genau ein Ziel zu haben, darauf zuzuarbeiten, um das Unternehmen darauf vorzubereiten, dass der Exit überhaupt möglich ist. Aber solltest du diesen Zeitpunkt verpasst haben, gibt es den zweiten guten Zeitpunkt, wann du deinen Exit vorbereitest, nämlich heute. Und ich zeige dir in diesem Video weiter wie. Was sind nun die Gründe dafür, dass du deinen Exit am besten schon vor oder mit der Gründung planst oder spätestens heute? Der erste Grund ist, dass eine Unternehmung, die abhängig ist von ihrem Gründer, von einer Person, letztendlich keinen Wert hat, nicht wirklich verkäuflich ist. Und der zweite Grund ist für dich, dass du nicht wirklich frei bist, dass du nicht wirklich mal Wochen oder Monate in Urlaub oder eine Weiterbildung gehen kannst oder dich mehr um die Familie kümmern. Letztendlich ist es zwingend erforderlich, dass du jeden Tag entweder in einer Firma bist oder immer erreichbar bist. Und der dritte Grund ist, dass du gar nicht die Zeit hast, am Unternehmen zu arbeiten, weil du stetig und ständig im Unternehmen arbeitest. Spätestens zum Zeitpunkt, wo dann der Käufer bei dir auf der Tür steht oder der Nachfolger, gilt es dann, den Unternehmenswert zu ermitteln. Und da macht es schon Sinn, so früh wie möglich dann entsprechend das Unternehmen darauf vorzubereiten, einen möglichst hohen Wert auch zu haben. Und da macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, wie dann der Unternehmenswert ermittelt wird. Ist es entweder über das Einkommen, also über die Erträge, oder gilt es letztendlich über die Assets, also die Substanzwerte des Unternehmens, oder geht es über den Marktvergleich, dass du also mit Peer Groups dein Unternehmen vergleichst und wenn die verkauft worden sind zu einem gewissen Preis, überträgst du dann den Wert auf dein Unternehmen. Das nennt man auch Multiplikatorenverfahren. Und je früher du anfängst, darüber Gedanken zu machen, desto eher weißt du auch tatsächlich, was dein Unternehmen heute wert ist und was es auch tatsächlich wert sein muss, um dann den Verkaufspreis zu erzielen, den du dir wünschst. Es gibt auch zum Zeitpunkt deines Exits ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du den Exit gestaltest. Du kannst das Unternehmen in Teilen verkaufen an Investoren. Du kannst aber auch vollständig verkaufen. Du kannst aber auch einen Nachfolger suchen aus deiner Firma, aus deiner Familie. Du kannst das Unternehmen aber auch an die Börse bringen oder, wenn es viele Assets enthält, einfach liquidieren, sprich das Unternehmen auflösen und dir als Gesellschafter dann den Vermögenswert ausbezahlen lassen. Üblicherweise ist es so, wenn Kunden zu uns kommen und ihren Exit planen, das Unternehmen verkaufen wollen, dass das Unternehmen nicht vollständig, nicht optimal vorbereitet ist. Deshalb gibt es mindestens 6 Schritte, mit denen du dein Unternehmen vorbereitest, es vereinfachst, dich unabhängig machst, den Gewinn steigerst, den Kapitalwert steigerst. All diese Maßnahmen sind zwingend erforderlich in einem Plan. Und egal, ob du bei der Gründung bist oder schon ein Unternehmen hast, wenn dich das Thema interessiert und du diesen Plan für dich umsetzen möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Unsere Berater helfen dir gerne bundesweit dabei, genau diesen Plan umzusetzen. Deshalb buche jetzt das kostenfreie Erstgespräch über den Link unten. Abonniere gerne unseren Kanal und lass ein Like hier, wenn das Video dir gefallen hat. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dich und dein Unternehmen vorzubereiten und vor allen Dingen die Zeit danach auch zu gestalten, nur mit dem Erlös deines verkauften Unternehmens. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.